Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, ich habe mich etwas vorgekämpft, also ich bin nicht weiter als sonst. Da hinten ist dieser Raum mit den ganz vielen Brenneisenleuten, wie man sieht. Da rechts war ja drin direkt dieser komische Falkenmann, gegen den ich gestern gestorben bin. Und ich habe hier, bin halt einfach mal kurz durch diesen Raum durchgerannt. Das ist dann einfach, also da war, ist der Raum mit den zwei großen Ratten. Und dann bin ich einfach direkt links gerannt. Jetzt wollte ich mich hier noch ein bisschen umsehen, ob ich hier vielleicht ein Leuchtfeuer finde. Dann gucken wir doch einfach mal. Drachenkörperstein. Ah, ein Fahrstuhl. Ja. Ich hoffe mal, dass ich dann... Lag da ein Item? Ja, an dem Fenster, glaube ich. Ah, ist das diese Tür am... Oh nein. Ich weiß, wo ich bin. Aber egal, ich renne nicht zurück zum Leuchtfeuer. Aber in Zukunft kann ich dann einfach hier durchrennen. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Abkürzung. So, was haben wir denn hier? Eine Blitzklinge. Bringt mir auch mal wieder nichts. Ah, Mist, für die Abkürzung muss ich aber auch durch diese dummen Laseraugen, Leute, rumlaufen. Ah, gut, Laseraugen ist schwer gesagt. Bei denen leuchten einfach nur die Augen ein bisschen rot. So, gucken wir uns doch hier noch ein bisschen um. Oh Gott. Von den ekelhaften Babyfaces hier. Gottlose Kohle. Was mir das wohl bringen mag. So, ich guck mal nach. Nein, tue ich nicht. Ich glaube, mit ihrem Angriff machen die meine Waffe kaputt. Weil die schon ziemlich down und ich habe nicht wirklich viel gekämpft. Okay, mir gehen auch jetzt langsam schon langsam die Flakons aus, das ist nicht so gut. Hier wollte ich gucken. Da ist es. Durchwirken von dunklen, blutigen und hohl aktivieren. Ach so. Ah, das sind so, wenn ich diesen Schmied gebe, habe ich andere Durchwirkungsmöglichkeiten oder so, glaube ich. So, hier werde ich mich noch nicht befassen. Ich gehe erstmal zu dem Riesen noch. Den würde ich nämlich gerne noch töten. Ich habe mir auch schon ein bisschen überlegt, wie. Also ich müsste da runterspringen, das ist das Problem. Ich komme ja dann wahrscheinlich gar nicht mehr nach oben. Und ich hätte noch ein weiteres Flakon verschwendet, weil das macht schon ordentlich Schaden. Aber ich gucke erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Eine Mimik. Ich trinke besser. Ah, falscher Knopf. Du wirst mich nicht mit dieser Kacke treffen. Nein, das wirst du nicht tun. Ausdauer ist ein bisschen laden lassen, müssen nur noch rumtanzen. So, und jetzt verpasse ich ihm den Gnadenstoß. Das wäre schon mal erledigt. Ging ja recht einfach. Wenn man erstmal weiß. Bisschen Leiter. Wenn man erstmal weiß, was die Mimics können, dann. Sind ja auch recht einfach. Man darf sich eigentlich schon nicht von denen greifen lassen. So, wo wird mich diese Leiter denn hinbringen? Wahrscheinlich in diesem Raum, den man von unten einsehen. Was ist das für ein Raum? Ach, hier ist eine Tür. Okay, ich dachte schon. Ah, hier bin ich.
schau besser schnell wieder in den Raum ab. Ich habe Angst, dass der Hetz doch noch irgendwie aufwacht oder so. Oh Gott, hier wollte ich eigentlich nicht zurück. Ah, jetzt muss ich die doch alle besiegen. Die habe ich nämlich eben alle umlaufen. Fuck. Ah, hier ist eine Leiter nach unten. Gut, dann kann ich die auch generell umlaufen. Das Blöde ist, ich muss jetzt nochmal hier runterspringen. Und habe dann nur noch zwei Flakons. So, die Ratten müssen erstmal alle weg. Denn die werden viel zu stressig sein, wenn ich gegen den Riesen kämpfen muss. Gut. Einmal schon mal ein paar los. Okay, das ist schon mal gut. Bis auf einen habe ich jetzt keiner gegen getroffen. Gottlose Flamme. Ah, mein... Nein, nein. Oh, das war jetzt richtig scheiße. Ah, hier ist noch ein Fahrstuhl. Wo nehme ich der hin? Gucke ich mir das gerade noch eben an. Da war noch so ein Shortcut, den ich gerne hätte. Vielleicht ist er ja sogar hier. Ja, das sieht schon mal vielversprechend aus. Ja, da hinten ist ein Leuchtfeuer. Ja, ich hab's. Das ist der, den ich haben wollte. Ach, sehr gut. Jetzt kann ich einfach gegen den Riesen kämpfen, ohne wirklich einen großen Rückzieher machen zu müssen. Also, was rede ich da? Ohne wirklich groß nochmal hinlatschen zu müssen. Alles klar, jetzt muss ich aber erstmal die Ratten wieder töten. Aber es ist nicht so schlimm, jetzt habe ich eigentlich genug Flakons. Oh, nice, drei mit einem Schlag. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Riesen nicht versehentlich treffe. So, waren das alle? Scheint so. Ne, da hinten ist noch eine. Er ist aufgewacht. Er ist aufgewacht. Alles klar, ich muss nur an die Seite gehen. Und die Ratte da noch erledigen. Oh, sie ist weg, okay. Ah, sein Stamper. Könnte extrem gefährlich sein. Ich muss jetzt ordentlich aufpassen. Alter, nicht noch weiter. Drei Ratten. Kommen die denn jetzt noch her? Boah, der Stressige ist nicht der Boss, das Stressige sind die Ratten. Die kommen scheinbar auch immer wieder aus den Löchern raus. Also, der Riese. Ah. Wenigstens muss ich nicht mehr durch diesen dummen Kerker da laufen. Da kann ich auch ebenso gut direkt reinrushen. So. Ich hoffe, diesmal besiege ich ihn. Dann kann ich nämlich nicht weitergehen. Hier gibt es noch viel zu entdecken. Ich denke, der reguläre Weg wird dann sein, dieser Weg, wo ich gestern gegen diesen Falkenmann gekämpft habe. Gut, der pennt auch wieder. Hätte ich ihn direkt aufwachen, indem ich den die Ratte damit töte.
gehe jetzt direkt durch seine Beine durch, komme ich sofort hinter ihn. Alter, dieser Ratten. Das ist nichts anderes als eine richtig nervige Ablenkung. Und etwas Zusatzschaden, was ich esse. Nein, da kommen wieder richtige Massen angerannt. Okay, schnell den Flakon trinken und weiter. Er ist schon halb tot, das sieht gut aus. Oh, ich gehe jetzt direkt durch seine Beine durch. Ich sehe schon, was jetzt kommt. Ah, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, der schlägt wieder nach unten. Gut, das war eigentlich mein Plan. Die Ratte da hinter dem Fuß, die habe ich schon gesehen. Ich hatte gehofft, ich treffe die jetzt. Okay, schnell durch seine Beine. Boah, nerv mich nicht. Kackviecher. Noch einer. Nein, ich komme. Boah, ich dachte schon, ich komme schon durch meine Beine durch, weil die Ratten mich blockieren. Gut, einen hat er selber getötet. Wow. Ich sehe nichts. Gut, ich habe ihn gleich. Nein, ich treffe ihn einfach nicht. Boah. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Okay, er ist tot. Boah. Ist irgendwas gedroppt? Da liegt was. Titanitbrocken und Jauchekügelchen oder Kügelein. So. Jetzt stellt sich nur eine Frage. Ach, hier ist... Ach, genau. Ich Idiot. Hier kommt man ja so nach oben. Dann kann ich jetzt weitergehen. Das lief besser, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Ich hatte irgendwie gedacht, ich brauche da noch vielleicht ein, zwei Versuche. Aber es hat ja geklappt. Da war noch ein... Nee, nee, das war der Raum mit diesen Babyfaces eben, den ich jetzt gerade im Gedanken hatte. Also was ich jetzt brauche ist... Nee, wo ich jetzt... Oh, warte, warte. Den hole ich mir noch. Den hole ich mir. Okay. Jetzt kann ich eigentlich hier runterspringen. Dann kann ich mir da hinten diesen blöden Weg sparen. Jetzt kann ich eigentlich wieder zu diesem Falkentypen gehen. Oder schön in diesem nervigen Raum mit den feuerroten Augenmännern. Mit dem Brenneisen noch einen anderen Weg. Was hat er? Seele. Ja, jetzt noch diese zwei großen Ratten wieder. So. Das lief schon mal ganz gut. So. Also, jetzt wollte ich gucken, ob ich hier noch irgendwas... Da ist noch was zum Reingehen. Kann man hier rechts... Ah, verdammt. Das heißt, ich muss mich von denen an... Ach, ich habe eine Idee. Töten und zurück. Kommt der nächste. Töten. Irgendwas guckt eigentlich was... Tut mich hier ein bisschen. Warum trinke ich einen Flakon? Das war mega unnötig. Es läuft gut, aber ich habe trotzdem Angst, dass ich gleich sterbe. Ich muss mich irgendwo. Ich gehe erstmal hier in Deckung. Warte, bis meine Leben wieder etwas hochgehen. Aber hier war auch nichts mehr, oder? Nee.
Gut, jetzt meine Leben wieder oben. Ah, dieser Raum ist einfach mega stressig. Zwei von denen in einem Raum sind stressig, aber wie viel sind das? Zehn? Eins, zwei, drei, vier. Einen noch, einen. Gut. Da hinten müssten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, noch zwei stehen. Hier haben wir schon mal einen. Vielleicht war es doch nur einer. Vielleicht habe ich mich verguckt. Oder verschätzt. Was auch immer. Aber gut, ich habe sie jetzt alle tot. Das heißt, ich kann mich jetzt hier in Ruhe umsehen. Ich weiß nicht, ich vertraue dem Raum nicht. Alter, ich habe es irgendwie kommen sehen. Ich habe mich zwar immer noch erschrocken, aber jetzt nicht so stark, wie ich mich sonst bei sowas erschrecken würde. Okay, diese Geschreie kommen anscheinend immer dann, wenn ich mich. Oh, warum mache ich das auf? Warum mache ich das auf? Das war eine ziemlich dumme Idee. Aber der dürfte nicht so stark sein. Den habe ich ja im Genüge im Sumpf schon getötet. Da war der letzte. Habe ich mich doch nicht verzählt. Nicht straucheln. Ah, okay, die machen das trotzdem. Scheiße. Hier ist sonst nichts mehr. Das heißt, ich habe mir im Prinzip durch das Öffnen dieses Gitters einen zusätzlichen Gegner beschafft, wenn ich hier langlaufe. Gut. Das ist verschlossen. Hier liegen noch Drops von den Pennern. Diese Geräusche kommen von den Babyfaces. Also gehe ich jetzt noch den Falken, mich mit dem Falken kloppen. Dann war es das für heute. So, der Falke. Jetzt habe ich volle Leben. Ich meine, der dürfte ja nicht so schwer sein. Gestern habe ich den schon ziemlich angeschwächt mit nur Bruchteil meiner HP. Wo bleibt er? Da ist er. Auf der Brücke kämpfe ich sicher nicht gegen den. Da sehe ich ja schon kommen, dass ich dann runterfallen werde. Ach, ich weiß, ich darf nicht auf seinen Flügel schlagen, wenn er den so ein bisschen ausknackt. Das wirkt dann wie eine Parierung und dann kriegt er mich ganz schnell mal aufgespießt. Seine Angriffe zehren fast überhaupt nicht an meiner Ausdauer. Das sollte also recht einfach sein. Ich habe ihn ja schon fast. Da, das war die Stelle. An der darf ich nicht an seinen Flügel schlagen, so wie jetzt. Aber er hat es nicht wirklich pariert. Okay, der war echt sehr einfach. Schade, dass ich ihn gestern nicht schon besiegt habe. Tja, da ist ein Leuchtfeuerwind, oder? Ja, das ist ein Leuchtfeuer, da gehe ich noch hin. Das heißt, wenn ich das letzte Mal besiegt hätte, hätte ich auch direkt ein Leuchtfeuer gehabt. Außer mich springt jetzt noch irgendwas an, dann hätte ich wahrscheinlich kein Leuchtfeuer letzte Folge gehabt. Okay. Hier lässt mich gerade alles in Ruhe. Da, Leuchtfeuer. Gut. Ein erfolgreiches Ende von meinem Let's Play für heute. Also sehen wir uns zu meinem nächsten Part. Bis morgen.